Ich traf ihn das erste Mal in den frühen 80ern in einem chinesischen Viertel auf Java. Er wollte nicht, dass sein Name oder seine Adresse an die Öffentlichkeit gelangen, also nannten wir ihn DJ für Dynamo Jack. Er sei nur ein Heiler, sagte er. Aber er benutzte eine mächtige Energie, die er in seinem Körper generiert und von dort an seine Patienten weiterleitet. Manchmal benutzt er Nadeln, manchmal nur seine Hände. Er nennt diese Energie Qi. Und diese Energie ist so stark, dass er für gewöhnlich jemanden benötigt, der seine Patienten erdet, indem er ihre Füße hält. Jahrelang folgten wir ihm auf Java, während er als Heiler unterwegs war und bettelten darum, ihn bei der Arbeit filmen zu dürfen, aber er lehnte immer ab. Er sagte, seine Kräfte sind das Resultat einer gewissen Meditation, die eine lange Tradition der Geheimhaltung hat. Erst als mein Bruder Loan eine ernste Augeninfektion hatte, erlaubte er uns 1987 endlich, ihn zu filmen. Es war anders als jede Art von Akupunktur, die ich kannte. Ich habe wirklich heftige elektrische Schocks bekommen und konnte meine Körperbewegungen nicht mehr kontrollieren. Yin und Yang sind positiv und negativ. Das Negative kommt von hier und das Positive von hier. Und wenn sie sich treffen, ist das wie Elektrizität. Und das ist so, weil du etwas Besonderes bist, weil du einen besonderen Körper hast? Ich meditiere täglich. Die Meditation macht den Unterschied. Tägliche Meditation. Wenn du mich zum Beispiel so berührst, dann ist da nichts, okay? Und dann? Es ist so. Für unsere Tontechniker war es auch ein Schock. Er nahm dann unsere Zeitung mit nach draußen und zeigte uns, wie man mit Qi Dinge anzünden kann. Als er erfuhr, dass wir diese Aufnahmen öffentlich zeigen, war er sehr verärgert und wies all unsere weiteren Bemühungen, ihn zu kontaktieren, ab. Als die Jahre vergingen, fanden wir uns langsam damit ab, ihn nie wiederzusehen. Mein Bruder Loan sah ihn tatsächlich nie wieder, denn 1997, als ich DJ doch wieder traf, war er bereits tot. Diesmal behandelte er mich wegen eines Augenleidens. Aber das war es nicht, was uns wieder zusammenführte. Er hatte mich gefunden, aus heiterem Himmel, und er lud mich ein, um mir eine Geschichte zu erzählen. Er kehrte gerade von einer zweijährigen meditativen Reise allein im Herzen Borneos zurück. Unter anderem gelangte er dabei zu der Erkenntnis, dass es jetzt einen großen Wandel in der Geschichte gibt und dass die alte Weisheit verschwindet. Er rief mich also zu sich, um ein paar Aufnahmen von ihm zu machen, nur genug, um uns daran zu erinnern, dass wir alle unvorstellbare Kräfte haben, die in uns schlummern, und dass er nichts Besonderes ist, sondern dass nur sein Training und seine Arbeit den Unterschied machen. Um diesen Patienten zu erden, muss mein Kameramann Joe sein ganzes Gewicht einsetzen. Das Qi drückt ihn weg. Er scheint die Amplitude des Qis kontrollieren zu können, wie bei einem Dimmer, und so löst er unkontrollierte Reaktionen bei seinen Patienten und denjenigen, die sie erden, aus. Ich kann kaum meine Hand auf dir halten, sie will quasi wegfliegen, die Elektrizität ist so stark. Diese Mutter erdet ihr Kind unwissentlich. Es sitzt nicht still, also soll sie ihn halten, und sie kann es kaum ertragen. Manchmal sind Effekte dieser Energie auch bei dem zu sehen, der sie aussendet. Aber diese Qi-Sache ist nur oberflächlich, sagt er. Das echte Abenteuer ist in der meditativen Praxis. Wenn er Qi in seine Handfläche lenkt, kann er auch Luftgewehrkugeln widerstehen, sagt er. Zunächst lernt man zwischen Yin und Yang Qi in seinem Körper zu unterscheiden. Dann, wie man es in seinem Nabelchakra zieht. Dann, wie man es aussendet, sagt er.
Es ist die proportionale Mischung zwischen Yin und Yang, die diese verschiedenen Effekte auslöst, wie das Ziehen oder Drücken von Objekten oder das Anzünden. Dann wird es noch merkwürdiger. Er sagt, dass im Meistern des Yin-Chi des Schlüssels zur geistigen Welt liegt. Es gibt eine lange Tradition indonesischer Krisse, die von Geistern besessen sind. Die Menschen bringen ihm also ihre Krisse, um zu sehen, ob sie tanzen. Dabei sagt er, manipuliert er die Materie nicht, indem er Yin und Yang Qi aussendet. Er kreiert lediglich ein Feld aus Yin-Energie, in dem sich ein Geist, falls er da ist, manifestieren kann. Ich lud also eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern aus den USA mit Messinstrumenten ein, damit sie testen könnten, ob DJs Kräfte echt sind. Und falls ja, wo könnte diese Energie auf dem elektromagnetischen Spektrum zu finden sein? Hier sind Kathleen Cook, Vorsitzende der Mind Science Foundation aus Texas, Dr. Roger Nielsen, ein schwedischer Arzt und Rennsegler, Dr. Greg Simpson, ein Physiker von der New Yorker Albert Einstein Universität, und Andreas Polak, einer von DJs australischen Schülern. Die Besucher sind zuversichtlich, dass sie ihm sehr schnell als Betrüger entlarven können. Greg ist das erste Versuchskaninchen und es ist ihm unangenehm zu zeigen, dass er überhaupt nichts spürt. Auch Dr. Roger Nielsen weiß nicht, was er erwarten soll. Dann benutzen sie einen Metalldetektor, wie man ihn auch am Flughafen hat, um zu sehen, ob er Metall in seinem Körper versteckt hat. Dann ein Spannungsmessgerät, um das Qi zu messen. Aber wie soll das funktionieren? Wo setzt man an? DJ sagt, sein Minuspol ist sein Perineum und sein Pluspol ist das Nabelchakra. Also sollte man die Elektroden vielleicht dort anbringen. Er schämt sich nicht, bei diesem Experiment mitzumachen, er will unbedingt helfen. Aber das Messgerät zeigt nichts an. Sie bekommen Schocks von seinem Arm und sie haben es anscheinend richtig angeschlossen, aber die Nadel bewegt sich immer noch nicht. DJ sagt, diese Energie sei keine Elektrizität, sondern Qi. 1, 2, ich kann es in meinem ganzen Körper fühlen. 0,3, ich kann es in meinen Beinen fühlen. Heftig. Aber weil sie annehmen, dass das alles das Ergebnis eines Tricks ist, den er vorher vorbereitet hat, bestehen sie darauf, in ein zufällig ausgewähltes Hotel einige Kilometer entfernt zu fahren, um zu sehen, ob er dort eine Glühbirne mit seinen Fingern zum Leuchten bringen kann. Die Erdung an der Wand funktioniert nicht, also hält und erdet Greg einen Draht. Dann pumpt DJ Qi durch den anderen. Die Glühbirne ist eine LED, eine lichtemittierende Diode, die in verschiedenen Farben leuchtet, je nachdem, wie hoch die Durchgangsspannung ist. Es funktionierte gut und DJ hatte auch seinen Spaß, bis... Er lud uns alle zum Mittagessen in sein Lokal ein, wo er versuchte, ein Stäbchen durch die Tischplatte zu drücken. Er konnte es nicht direkt durch die bearbeitete Oberfläche drücken, aber es funktionierte von unten durch ein paar Zentimeter Holz. Dabei vergoss er nicht nur sein eigenes Blut, auch Allison wurde von einem Splitter zwischen den Augen getroffen. Der Zwischenfall wurde entschuldigend weggelacht, aber am nächsten Morgen war er ein anderer Mann, gebrochen und tief bestürzt. Er sagte, er wurde die ganze Nacht von seinem lange verstorbenen Meister besucht, der wütend war, dass er die strengen Regeln seiner Schule gebrochen hat, niemals öffentlich anzugeben und niemals jemanden zu verletzen oder Blut zu vergießen. Er fühlte sich extrem gestraft und sagte alle weiteren Tests und Filmaufnahmen ab. Nie mehr würde er sich öffentlich testen lassen und er würde auch keine neuen Schüler mehr akzeptieren. Er verschwand aus dem Licht der Öffentlichkeit und setzte seine Heilertätigkeit im Geheimen fort, so wie er es tat und für richtig hielt, bevor wir ihn in den frühen 80ern kennenlernten.